so oder so alles gut. Solange man genug Schilder hat. Au. Du bist schon wieder Kupfer. Was zur Hölle, wie schnell bist du denn? Okay. Also, die können mal weg. So. Ja, also Kupfer funktioniert super. Sogar viel zu schnell. Aber Eisen hängt halt fest. Der wird bei Eisen 3 sein. Ja. Hier oben alles cool. Alles cool. Was? Stopp, 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 stopp. Du bist. Das war Eisen 3. 4. Der Zug. Ah ja. Und er ist hier einfach durchgerauscht, weil das Ding Eisen heißt und nicht Eisen 3. Das heißt, wenn ich dich jetzt umbenenne zu Eisen römisch 3 und jetzt hier eine Minute warte und zuguck, wie Sachen zu Klump geschossen werden, dann sollte der Zug hier halten. Okay, das heißt, ich kann in der Zwischenzeit mal ein bisschen Umwelt vernichten, die Basis da zerstören, weiß nicht. So. Oh, hier ist noch was. Tschung, 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 tschung. Weg. Boah, also so langsam müsste er jetzt... Ne, wobei, er hält 30 Sekunden da hinten. Mach mal dich hier mit hin. Ach, wir haben schon einen, ne? Ja, wir müssen bei Kupfer 4, Eisen 4 und eigentlich dazwischen auch noch irgendwo ebenfalls Radarschüsse hinstellen, damit wir jederzeit wissen, wo die Bahnen sind. Aber ich vermute, er hat sich 30 Sekunden entladen und müsste gleich hier auftauchen. Oder er ist, während ich die Karte offen hatte, kurz auf dem Seitengleis vorbeigehuscht. Das wäre nicht so toll. Können wir hier hinstellen. Ja, ich stelle mich hier hin und warte. Das heißt, wahrscheinlich kriege ich gleich erstmal das Kupferding ins Gesicht. Also den Kupferzug. Tonk, genau. Ey, der fährt ja weiter. Er rammt einmal gegen mich gegen und drückt dann weiter meine Schilde runter. Das ist ein sehr interessanter Kollege. Oh, da steht jemand auf den Schienen. Gas geben. Na komm schon. Eisenzug. Weißt du, bist ein bisschen trantütig und hast komische Aufträge an komischen Stationen zu halten. Pong. Anhalten. So, du fährst nach Eisen 3, richtig? Okay, fahr weiter. Ja, ja, ja. Ja, sehr schön. Okay. Du brauchst jetzt allerdings noch hier mehr Kisten. Und da ein paar Kisten. Das Ganze sieht jetzt tierisch komisch aus. So, so. Links, 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 links. Links, links. Und jetzt müsstest du auch wieder mit Eisen befüllt werden. Gut, 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 gut. Also jetzt funktioniert es. Es hat ja bloß 40 Minuten gedauert. Warum bist du gelb? Ah. Okay. Hat ja bloß 40 Minuten gedauert, das einigermaßen einzustellen. Für zwei verdammte Züge. Aber jetzt sollte es okay sein. Wir könnten also theoretisch jetzt mehrere Züge losschicken, die das gleiche machen sollen. Also noch ein Zug, der die Kupfersachen holt und noch ein Zug, der die Eisensachen holt. Aber ich denke, das ist ein bisschen Overkill. So, ihr werdet alle entladen und nicht irgendjemand aus Spaß auch noch beladen. Alles gut. Und hier ist immer kein Problem mit Treibstoff. Ja. Mann, Mann, Mann. Was sagen die Ressourcen? Super. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt in den nächsten Folgen um irgendwas anderes kümmern. Als um Züge. Das ist schon mal sehr, sehr beruhigend. Ich denke, mein Hauptprojekt sollte sein, mehr Sechser-Drills zu bauen. Damit ich halt nicht immer diesen... Oh, da sieht man schon mal Zug. Damit ich nicht immer diese... Mini-Aufgaben habt mit den Dingern umsetzen und so weiter. Und die Radaranlage kommt echt nicht weit. Ich sehe den Zug nicht mehr, der hier ist.
Haben wir hier unten in der Hauptbasis überhaupt noch eine Radarschüssel? Setz mal da eine hin. Muss ich gucken. Also, Mining Drills. Dafür brauchen wir Holz. Gib mal ein bisschen Holz. Und ich werde sehr viel Rubber brauchen, das weiß ich noch. Du, ja. Das ist sehr viel Rubber. Bau ein Vierer-Drill. Aus lauter so Komponenten, die ich eigentlich schon automatisiert habe. Nee, das war nur eine Sache, die ich automatisieren wollte, aber es nie gemacht habe. Gib mir mal 100. So viele werde ich nicht brauchen. So. So, das könnte das Ganze ein wenig vereinfachen. Frames. Frames wollte ich auch noch. So, also werden jetzt schon mal 2 Vierer gebaut. Für die Fünfer würden fehlen Steinziegel. Steinziegel sind hier. Warum waren da so wenig Steinziegel? Achso, weil du nur reinlegst, wenn Steinziegel unter 200 sind. Mach mal, wenn sie unter 500 sind. Und ich brauche ja doch öfters ein paar davon. Jo, sehr gut. Kann den ersten Fünfer-Drill bauen. Nimm. Smart Item Exit. Ja, ist okay. Währenddessen könnte ich ein bisschen was forschen. Was nehmen wir denn mal? Das war mir zu teuer. Oh, ich muss die Alien-Artefakte auch abwerfen. Sonst werden keine Tränke produziert. Logistikrobot MK2. Wir haben noch nicht mal alle auf 1 umgestellt. Das wäre schon irgendwie schick. Nee, erstmal nicht. Mach erstmal hier Kiste, Ärmchenkiste. Noch eine Stufe höher, damit das B- und Entladen noch viel schneller geht. Für 1400 lila Tränke. Aber wir haben 4300, das ist okay. Also schmeiß bitte in eine lila Kiste. Nicht alle meine Artefakte. Wollte ich hier noch was reintun? Noch ein davon? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja, mach mal. So, dass ich 50 habe für einen etwaigen weiteren Reaktor. Gut, Roboter werden jetzt noch mehr ausgelastet sein als vorher. Weil die Züge halt durchgehend am Rotieren sind und beides abgearbeitet wird. Nö, das wurden sie vorher auch. Aber vorher fuhren sie halt nur nach rechts oder nur nach links. Das macht keinen Unterschied. Oh, das ist ganz viel langsamer. Her damit, her damit. Überall langsamer. Ding. Ding. Ich glaube, das könnte ich als so ein kleines Projekt machen. Ich mache jetzt folgendes. Wir nehmen jetzt rote Kisten und bappen an jeden Roboport rote Kisten und ein intelligentes Ärmchen ran. Und das intelligente Ärmchen schnappt sich MK1 Logistikroboter. MK1 Logistikroboter, Shift rechts. So, das heißt, wenn jetzt irgendwo ein MK1 Logistikroboter in einen Roboport reinfliegt, also nicht auflädt, das wäre viel zu einfach, wenn er reinfliegt, dann wird er rausgefischt. Problem dabei ist aber halt echt, dass reinfliegen nicht so wirklich häufig passiert. Aber ne, versuchen muss man es. So, und dann baue ich irgendwo eine Fabrik hin, die einer anfordert und zweier draus macht. Shift links. So, und das sollte ich primär an denen machen, wo häufig rumgeflogen wird. Denn die wuseln hier immer rum und wenn es irgendwann nichts zu tun gibt, dann fliegen sie zum nächsten Roboport und gehen da rein. Und das wird wahrscheinlich dann der hier sein. Das heißt, wir machen das mal hier so. So, Shift links, Shift links. Gut. Da, da, Shift links. Hier drüben sieht auch gut aus. Oh, da sind sogar welche reingeflogen. Dahin, dahin,
Klappt das überhaupt? Ich teste. Hä? Ich glaub, die sind rausgeflogen. Ja, wahrscheinlich, wenn sie nicht im... Könnte irgendwann da mal reinfliegen? Von den alten? Ich will wenigstens sehen, dass es funktioniert. Ich kann die ja mal einstellen auf die da zum Spaß. Ach so. Die funktionieren immer. Wenn Holzkisten größer 1 sind. Jetzt ist keiner mehr da. Ich kann es halt doch alle doof. Gib mir. Du. Rein da. Er ist geflohen. Okay, Shift rechts. Jetzt muss ich zu jedem doofen Roboport gehen. Das Ärmchen anpassen. Und ich muss immer Holzkisten im System haben. Also baue sicherheitshalber Holzkisten und schmeiß sie in das System. So, Shift links. Shift links. Shift links, Shift links. Bisher ist nirgendwo irgendwas irgendwie aufgetaucht. Geh weg mit deinem doofen Forschungsding. Da sind jetzt Holzkisten im System. Shift links. Und hier sind Roboter. Warum? Werden Holzkisten größer 1. Kleiner 1, gleich 1. Du. Du. Kleiner als, sagen wir mal, 100. Das klappt nicht. Oh. Oder habe ich irgendwo schon eine Kiste, die anfordert? Machen wir eine blaue Kiste hier hin. Dahin. Und die fordert an. Logistikbots. Logistikbots. Wir warten. Ob jetzt ein Roboter anfliegt. Und jetzt sind definitiv welche drin. Sie werden nicht rausgefischt, obwohl da ein Filter drin ist. Weil er wahrscheinlich nur das untere hier checkt. Ja, schade. Das macht das Ganze jetzt wesentlich schwieriger, als ich dachte. Das heißt, es ist alles für die Katz. Alles für die Katz. Weg. Weg. Und ich muss die echt alle von Hand wegfangen. Ja, ich hab die ganzen Repair-Packs geklaut. Super! Super! Her damit. Also muss ich jetzt an den Wasserlöchern regelmäßig einfach die wegfangen und dann ist gut. Oder einfach hier stehen und das da machen. Hier kommen die ja alle lang geflogen. Stimmt, wenn ein Zug kommt, mich da einen Weg stellen. Da. Zing, 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 zing. Da kommt die zweite Welle, die ist lang. Boah, ich sehe nichts. Da, irgendwo. Da sind ganz viele. Ja, so kann ich es definitiv machen. Da habe ich dann ein Inventar voll Roboter, lasse die ganzen blauen frei und habe dann ein paar... Oh, es sind doch noch ganz schön viele. Ein paar graue. So, euch frei lassen. Graue einsammeln. Graue einsammeln. So. Falls ihr noch Ideen habt, was ich in den nächsten Folgen machen könnte, jetzt da die Ressourcen ja ziemlich stabil aussehen. Also Kupfer kommt irgendwie nicht über die 100.000. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Also, weil die beschränkt sind. Mach mal spaßeshalber. Das da. Das dürfte auf jeden Fall ein paar Roboter auslasten. Und vielleicht kommen wir dann auch über die 100.000 rüber. Weil beim Eisen haben wir wahrscheinlich mehr Fabriken, die es anfordern. Und deswegen klappt das soweit. Ah ne, hier hatten wir von vornherein schon lila Kisten hingemacht. Ah, okay. Das erklärt es natürlich. Da. Also ja, falls ihr Ideen habt, was wir noch so machen könnten in den nächsten Folgen, jetzt wo die Ressourcen einigermaßen gut sind, immer her damit. Ich weiß, wir müssten theoretisch noch mehr aufräumen.
Ich weiß, wir müssten theoretisch noch regelmäßig an der Stromgeschichte arbeiten. Also sowohl Capacitors als auch Solarzellen. Und dann könnten wir die hier alle abreißen, die Dinger zumachen und wir die Fabriken weiterbauen. Und allgemein noch überlegen, ob wir die Basis splitten in eine herstellende Basis und eine Strombasis. Wobei das nach ganz schön viel Arbeit klingt und auch nicht so wirklich notwendig ist. Aber wäre halt ganz schnieke. Ja, also dann, bis gleich.